Herzlich willkommen zum Wochenendmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Sie hören mich heute aus einem Café in Tianmo und neben mir sitzt die bezaubernde Elena Krause und die ist unsere heutige Gesprächspartnerin. Hallo Elena. Hallo Karina. Schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen? Mein Name ist Elena Krause, wie du schon gesagt hast. Genau, wir wohnen in Taiwan seit fast 4 Jahren mittlerweile. Und wir haben 3 Kinder und wir werden im Sommer Taiwan verlassen. Ihr, das heißt eine deutsche Familie, die jetzt einige Jahre hier in Taiwan verbracht hat. Warum seid ihr hergekommen und warum verlasst ihr das Land schon wieder? Also genau, wir sind hierher gekommen aufgrund des Berufes meines Mannes. Der wurde von einer deutschen Firma entsandt nach Taiwan. Genau, zunächst war es erstmal für 3 Jahre und wir haben es dann nochmal verlängert um 1 Jahr. Und wir verlassen Taiwan auch wieder aus beruflichen Gründen, weil mein Mann jetzt innerhalb der Firma ein anderes Jobangebot hat. Genau. Mit welchen Gefühlen bist du damals nach Taiwan gekommen? Ganz ehrlich, ich musste erst mal gucken, wo überhaupt Taiwan liegt, weil ich kannte es nicht. Also dadurch, dass ich es überhaupt nicht kannte, habe ich mich im Internet ein bisschen informiert. Genau, so der erste Eindruck war gut und genau, und dann haben wir auch gesagt, wir können uns das halt vorstellen, als Familie dorthin zu ziehen, hatten auch geguckt, ob es eine deutsche Schule gibt und genau, insofern war erstmal dieser erste Eindruck gut und positiv, so was man sich so aneignen konnte vorher. Und es war euer erster Auslandsaufenthalt. Wie organisiert man denn so einen Umzug in ein ganz fremdes Land als junge deutsche Familie? Genau, es war unser erster Aufenthalt im Ausland oder ist unser erster Aufenthalt im Ausland. Ja, es ist halt alles neu. Ne? Also man muss die ganze Wohnung auflösen, die Versicherung muss man anschreiben, ob die weiter noch bestehen, ob es Anwärterschaften gibt. Also es ist ein riesen Rattenschwanz, den ich erst gar nicht bedacht habe. Genau, das war doch viel, viel mehr. Und wir hatten aber auch Unterstützung, muss man fairerweise sagen, auch von der Firma, also sagen im Land dann für Taiwan, dass wir eine Firma an die Hand bekommen haben, die sich um Visum gekümmert hat, auch um die Wohnung und auch für die ersten Schritte im Land. Da hatten wir Hilfe, aber jetzt in Deutschland erstmal so eine ganze Wohnung aufzulösen und die ganzen Verträge etc. und natürlich auch die Kinder darauf vorzubereiten, dass man umzieht, war doch mehr als gedacht. Hatte ich ein bisschen unterschätzt, wenn ich ehrlich sein soll, ja. Du sagst, die Kinder darauf vorzubereiten. Wie bereitet man sich denn emotional auf so einen riesigen Schritt ins Ausland vor? Also den Kindern haben wir das verkauft als großes Abenteuer, was es ja auch letztendlich war oder ist. Genau, unsere Tochter war, als wir umgezogen sind, Anfang 2. Klasse, die war sehr, sehr traurig, das ist unser ältestes Kind. Genau, wir sind vorher noch nie umgezogen, also sie hatte ihre Freunde dort, die sie schon in der Krippe hatte. Und die war sehr traurig. Die anderen beiden waren einfach noch zu klein, um das wirklich mitzubekommen. Genau, Bekannte haben immer gesagt, ja, die werden sich schnell einleben. Es wird ganz schnell, wenn die sich wohlfühlen. War aber jetzt, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. War nicht wirklich so. Das hat ein bisschen gedauert für die Kinder. Also auch gerade wieder für unsere ältere Tochter, weil die so erstmal ein paar Probleme hatte am Anfang, sich zurechtzufinden. Genau. Was sind denn so die Schwierigkeiten, die euch begegnet sind in der Zeit jetzt im Ausland hier in Taiwan? Also am Anfang ist es natürlich einfach die Sprache und dass man sich zurechtfinden muss, dass man auch immer jemanden braucht, den man fragen kann, also dass man irgendwie ein gutes Netzwerk hat und das hat man ja am Anfang erstmal nicht. Genau, das war so eigentlich das Schwierige, aber ja, grundsätzlich, was dann auch für die Schule mit den Kindern halt, dass sie sich einnehmen müssen, solche Sachen. Eigentlich eben nichts Großes, aber weil es immer so kleine Sachen sind, summiert sich das halt. Ne? Also genau, wo kaufe ich ein, wo bekomme ich das und das her? Es gibt kein Amazon, das wusste ich vorher nicht. Gut, dafür gibt es dann Shopee oder Momo, bekommt man dann auch mit. Gibt es dann auch auf Englisch. Genau, also es braucht so ein bisschen Zeit und Geduld, bis man sich eingefuchst hat und dann ist es auch wieder schön. Genau. Wie hast du dich denn sprachlich zurechtgefunden?
Genau, also erstmal dank Google Translate im Supermarkt, dass man dann zum Teil Sachen sich übersetzt hat oder auch auf dem Markt, dass man es einfach eingetippt hat. Und ich habe dann eigentlich auch angefangen, einen Chinesischkurs zu machen, um halt auch einfach diese Basics-Wörter zu können. Genau, also ein Sprachkurs und ja mit Händen und Füßen und einfach drauf losreden, das war unsere Kommunikation. Und wie war das so von Wohnen, Essen, den Alltag organisieren? Was für Schwierigkeiten hattet ihr da oder wie habt ihr das bewältigt? Also mit Wohnen war, wie gesagt, hatte die Firma uns unterstützt. Das war jetzt kein Problem, weil wir dann einfach so eine Firma an der Hand hatten. Die hatten dann Wohnung rausgesucht und das auch alles organisiert, auch weil der Mietvertrag ja dann auch zum Teil eine chinesische und englische Version gibt. Das war eigentlich okay mit Wohnen. Mit dem Essen hatten wir am Anfang Probleme wegen der Kinder. Also die waren eher so abgeneigt und wollten das halt nicht probieren. Und dann haben sie gesagt, oh, immer wieder Reis. Und das war so ein bisschen schwierig mit den Kindern, fand ich. Und dann will man natürlich irgendwie, sag ich mal, so kochen wie zu Hause, wie man es gewohnt ist. Und dann geht es natürlich los, dass man dann sucht, wo bekomme ich jetzt Gewürzgurken her oder irgendwas. Und dann verbringt man ja den Vormittag damit, irgendwie diese Lebensmittel zu suchen. Jetzt mittlerweile hat man ja seine Gänge und so, weiß man, wo man was bekommt. Aber am Anfang war das so ein bisschen anstrengend. Aber wir haben halt einfach gesagt, nee, ihr müsst euch jetzt einfach an dieses Essen gewöhnen. Und haben dann einfach immer gesagt, okay, ein bisschen Gemüse kann man essen, ein bisschen Reis auch. Und letzten Endes essen sie jetzt alles. Das ist, glaube ich, eher Gewöhnungssache. Ich muss sagen, dass unser Jüngster zum Beispiel dafür jetzt kein Brot isst. Der mag das nicht, weil das nicht kennt. Ja. Und für dich persönlich, was waren die größten Kulturschocks? Was waren die Sachen, die du dir ganz anders vorgestellt hattest oder die so ein bisschen gedauert haben, bis du dich daran gewöhnt hattest? Oh, Kulturschock, ja, gute Frage. Mit so einem richtigen Schock, dass ich denke, oh, das geht ja gar nicht, glaube ich, jetzt spontan fällt mir jetzt nichts ein, dass ich das hatte. Es sind dann eher so Kleinigkeiten, die dir auffallen, aber jetzt fällt mir auch spontan gar nichts so ein. Eigentlich eher andersrum, es war eher positiv, weil die Leute so super nett sind. Man steht ja dann manchmal da mit Kindern und dann hat man das Handy in der Hand und sucht irgendwas und dann hilft dir einfach jemand ungefragt, also kommt es auf dich zu und will dir helfen. Also es war eher so im Positiven, dass die Leute sehr, sehr nett sind. Aber jetzt was Negatives, Kulturschock. Ich finde es immer noch sehr schwierig, dass man halt die Sprache nicht spricht und dass man immer nicht so integriert ist. Das finde ich irgendwie mal schade. Ich will es nicht als Schock nennen, aber so dieses, dass da immer, man ist halt dann trotzdem immer noch der Ausländer, weil man sich nicht so einbringen kann, wie man es vielleicht gern möchte oder wie man es in Deutschland könnte. Genau. Sie hörten Teil 1 unseres Gesprächs mit Elena Krause, die über die Erfahrungen ihrer deutschen Familie in Taiwan berichtet. Nächste Woche im Wochenendmagazin geht es weiter mit Teil 2.